Das ist ein verzweifelter Aufruf, denn wir suchen die kleine Schäferhündin Malinka. Vielleicht könnt ihr uns helfen und deshalb ist es wichtig, dass ihr dieses Video bis zum Ende anschaut. Wer wir sind? Wir sind zwei engagierte Tierschützer, die seit Jahren für das Wohl der Tiere kämpfen. Wir sahen Malinka das erste Mal im Februar 2021 in einem ukrainischen Shelter zwischen vielen hunderten Hunden. Sie hatte große Angst und keine Hoffnung mehr. Doch dann wurde sie adoptiert und reiste im März 2021 nach Österreich aus. Nur wenige Wochen nachdem sie angekommen war, entlief sie mit Halsband und Leine ihrer Adoptantin und seitdem fehlt fast jede Spur von ihr. Die Adoptantin engagiert ein Suchteam. Dieses Suchteam konnte auch ein paar Sichtungen wahrnehmen, doch leider blieb die Sicherung erfolglos. Im Juli 2021 wurde die Suche dann eingestellt. Wir sind uns sicher, dass Malinka noch lebt und deshalb haben wir die Suche wieder aufgenommen. Wir haben ein Suchteam engagiert und wir hoffen so sehr auf Sichtungen. Bisher blieb alles erfolglos. Wir hoffen jetzt auf euch, dass ihr die Augen aufhaltet und uns helft. Denn Malinka friert, sie hat Angst, sie ist ganz alleine und sie braucht unsere Hilfe. Malinka hat es verdient, dass wir nach ihr suchen und vor allem, dass wir sie nicht aufgeben. Wir vermuten sie nordnordöstlich von Bürmoos. Es gab vor circa 4 Wochen eine Sichtung, die zwar nicht hundertprozentig ist, aber einige Hinweise deuten darauf hin, dass es Malinka hätte sein können. Und auch ich bitte euch, haltet bitte die Augen und Ohren offen. Wir brauchen dringend Sichtungen. Wir brauchen eure Hilfe. Und solltet ihr Malinka sichten, dann bitte ich euch, keine Einfangversuche, kein Nachlaufen und kein Nachrufen. Malinka ist sehr ängstlich und verunsichert. Es würde sie nur vertreiben. Vielen, vielen Dank. Malinka, wir denken jeden Tag an dich. Du bist in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Bitte zeige dich, denn dann können wir dich finden und auch sichern. Du schaffst es. Es wartet auf dich ein wunderschönes Zuhause. Hoffentlich bis bald.